Es geht wieder weiter. Die neue, nächste große Produktankündigung von DJI. Eine kleine Info vorab, das Video hier war schon mal online. DJI hat uns gebeten, da aber ein paar Kleinigkeiten zu ändern. Dem sind wir natürlich gern nachgekommen. Deswegen jetzt das Video nochmal neu hier. Wenn ihr das schon gesehen habt, braucht ihr es natürlich kein zweites Mal gucken. Es hat sich nicht wesentlich was verändert. Aber man kann bei YouTube Videos ja nicht bearbeiten, also mussten wir das alte komplett löschen und das hier nochmal neu hochladen, einfach für diejenigen, die es vielleicht noch gar nicht gesehen haben. Das ist der einzige Grund. Sorry dafür, das lag nicht in unserer Macht. Dann starten wir jetzt hier mit dem eigentlichen und leicht bearbeiteten Video. Hallo und willkommen auf drohnen.de. Es ist wieder soweit. DJI hat wieder einen rausgehauen und zwar eine Vorankündigung für einen neuen großen Produktlaunch, also eine Produktneuveröffentlichung. Darum wollen wir uns jetzt in dem Video kümmern, was denn da kommen könnte, kommen wird. Der Slogan, der mit einem Teaser-Video wieder veröffentlicht wurde, der Slogan heißt Unleash Your Other Side, also entfessle deine andere Seite. Das lässt in Kombination mit dem Video wieder viele Spekulationen zu, keine genauen Details. Das macht ja DJI immer ziemlich gern vorher schon ein bisschen für Trouble sorgen sozusagen und den Spekulationen, wie gesagt, freien Lauf zu lassen. Was wir wissen ist, dass bei DJI da immer ein sehr starker Rhythmus mittlerweile eingekehrt ist und zwar diese Vorankündigungen sind immer genau bis auf die Stunde genau eine Woche vor der finalen Produktveröffentlichung und da gibt es auch schon ein offizielles Datum und eine offizielle Zeit für und zwar der 15. Mai also um 21 Uhr, aber aufpassen, Peking-Zeit, das ist in Deutschland dann 15 Uhr nachmittags. Dort wird das Produkt veröffentlicht, also genau ab jetzt, also ab der Vorankündigung in einer Woche, in 7 Tagen. Und da dürfen wir sehr gespannt sein, was da kommt. Also, was ist bereits im Internet bekannt und was wissen wir aus Details aus den anderen Produktserien? Die DJI Spark gibt es schon sehr lange auf dem Markt. Ich habe es extra nochmal rausgesucht für euch. Die gibt es schon ab dem Mai 2017, also jetzt schon seit 2 Jahren. Das heißt, hier wäre eigentlich eine Produktweiterentwicklung oder eine DJI Spark Version 2 überfällig. Eigentlich schon seit der ganzen letzten Produktveröffentlichung hat jeder mal gedacht, es kommt eine neue Spark. Die ist bis jetzt noch nicht rausgekommen. Das wäre was, was Sinn machen würde, es sei denn, DJI hat gesagt, die Spark-Serie gibt es nicht mehr weiter oder wir machen da die Produktneuveröffentlichung nicht mehr so eng. Gegebenenfalls ist aber auch denkbar, dass DJI sagt, sie wurde abgelöst durch die Mavic Air. Also es gibt vielleicht gar keine Spark mehr. Da sind wir beim nächsten Produkt, die Mavic Air, gibt es auch nur die erste Version und die ist veröffentlicht worden im Januar 2018, also auch schon über ein Jahr alt. Wäre auch denkbar, dass hier ein Nachfolger kommt und das war sicherlich eins der erfolgreichsten Produkte von DJI, meiner Meinung nach auch eins der schönsten mit dem interessantesten Design. Wenn man da jetzt eine Version rausbringen würde mit OcuSync 2.0, also mit größerer Übertragungsreichweite, vielleicht einer neuen Kamera, wäre sicherlich was, was kommen könnte. Außerdem natürlich noch die Tello. Das kleine Spielzeugprodukt ab 100 Euro, sehr interessantes Produkt, ist auch schon eine Zeit auf dem Markt, habe ich kein genaues Produktdatum, auch denkbar, dass da was Neues kommt, war eher unwahrscheinlicher, wenn dann eher eins von den anderen zwei Produkten. Und natürlich der Kassenschlager von DJI, wo DJI mit angefangen hat, nämlich die DJI Phantom-Serie. In Summe, die komplette Phantom-Serie zusammengenommen, bestimmt das, was von DJI am meisten verkauft wurde und die alten Hasen, unter euch kennen einfach das Bild von der Phantom 4, das ist einfach das, was für DJI steht. Und die Phantom 4 wurde schon im August 2017 veröffentlicht. Es kam später nochmal die Phantom 4 Pro raus. Das heißt, hier ist auch schon lange nichts mehr passiert. Es gab erste Fotos im Internet und das ist ja immer so ein Indikator dafür, dass sich da was tun könnte und dass es da neue Produkte gibt, weil irgendwie finden einzelne Produktfotos dann doch immer den Weg raus aus der Produktentwicklung oder von irgendwelchen externen Dienstleistern. Das ist natürlich immer ärgerlich für DJI, die da versuchen, eine hohe Geheimhaltung zu machen, wie alle Firmen mit ihren Produktreleases, damit die Konkurrenz da nichts kopiert oder nicht zu früh Sachen
in die Medien kommen. Und da gab es von einer Phantom mit neuer Kamera, also mit Wechselobjektiv und so weiter, schon erste Produktfotos, was darauf deutet, DJI ist da auf jeden Fall am Machen und Tun. Allerdings habe ich vor kurzem auch im Internet, ich stütze mich immer auf die Gerüchte aus dem Internet und nicht auf die Sachen, die ich direkt von DJI weiß, weil wie gesagt, das darf ich leider nicht, aus dem Internet schon des Öfteren gelesen, dass jetzt vor kurzem sogar die Phantom 4.5 die Phantom 5 Weiterentwicklung eingestellt worden ist. Das heißt, würde darauf hindeuten, DJI will die Phantom-Serie vielleicht nicht mehr so intensiv weiterentwickeln oder es ist einfach nicht mehr Trend der Zeit, weil es ist ja die Mavic-Serie rausgekommen. Und die Mavic-Serie kann ja quasi das Gleiche wie die Phantom, kommt von den Geschwindigkeiten fast genauso ran. Flugstabilität, das Gleiche, gleiche Kameras oder mittlerweile sogar noch bessere Kameras, aber auch das neue faltbare Design wie von der Mavic Air. Das heißt, kompakter, kleiner, nach den neuen EU-Gesetzen, die in Kürze kommen werden, sicherlich auch nochmal ein großer Punkt, denn da ist ja diese 900 Gramm-Grenze eine große Grenze von der Klassifizierung, wo man drunter bleiben will. Und das würde eine Mavic sicherlich schaffen oder schafft sie aktuell schon bis auf ein paar wenige Gramm, eine Phantom nicht. Das heißt hier, kurze Biene im Bild. Das würde hier auch vielleicht sogar dafür sprechen, dass DJI sagt, die Phantom 5 Serie wird es vielleicht gar nicht geben oder viel später geben oder wird dann irgendwann mal die Inspire ersetzen. Aber zumindest mal ein erster Indiz, dass in diese Richtung entwickelt wurde oder sehr wahrscheinlich entwickelt worden ist. Und dann gibt es natürlich den neuen Kassenschlager, wie eben schon angedeutet, die Mavic-Serie. Dort sind wir jetzt bei der Mavic 2. Da ist vor kurzem die Mavic 2 Pro und Mavic 2 Zoom herausgekommen, erst im August 2018. Das heißt, das ist erst wenige Monate her. Das ist natürlich ein Produkt, wo sicherlich die Entwicklung weitergeht und was aktuell auch der Kassenschlager ist und die Phantom-Serie sicherlich abgelöst hat. Aber hier haben wir gerade ein neues Produkt gesehen. Das heißt, hier ist es unwahrscheinlich, dass DJI jetzt nach so kurzer Zeit schon was nachschiebt. Das kann ich fast zu 100% ausschließen, was mir mein Gefühl in dem Zusammenhang da sagen würde. Was kann es sonst sein? Es gibt natürlich jetzt viele Rahmenrandprodukte ringsrum, zum Beispiel den Osmo Pocket, den DJI rausgebracht hat, also kleine mobile Kameratechnik für unterwegs Urlaubsvideos machen und so weiter und so fort. Sicherlich eine interessante Produktsparte, aber auch hier kam das Produkt gerade erst vor wenigen Monaten raus. Das heißt, hier wird es sicherlich auch nichts Neues geben. Viele Gerüchte hin und her, das heißt, unterm Strich wissen wir gar nicht, was genau kommt. Zusätzlich gibt es noch ein paar ganz andere Geschichten, die man im Internet so einzeln findet, wo man aber nicht weiß, ob die eben realistisch sind oder nicht, ob sich da Leute nur interessant machen wollen. Ich habe zum Beispiel einzelne Fotos gefunden von einer kleinen Kompaktkamera oder von einem sehr kleinen Gerät. Da ist, ich blende es euch hier oben mal ein, das Foto, da ist ständig der Name Steven Divish unterwegs. Ich weiß nicht, ob das ein großer amerikanischer YouTuber ist oder russischer YouTuber oder ob das überhaupt ein Name ist. Auf jeden Fall auf jedem von den Fotos ist dem sein Logo und dem sein Name mitzusehen, was wieder darauf deutet, dass es dieses Foto, wenn es denn ein echtes Foto ist, nur einmalig gibt und nur von denjenigen. Das könnte dann natürlich wieder gefaked sein, um sich interessant zu machen. Könnte aber auch sein, dass der irgendwelche Connections in die Entwicklung hat und das rausgefischt hat. Und da deuten natürlich viele Interneter bzw. viele Blogger sozusagen und Internet-Gurus sehr viel rein. Aber was man sagen kann, das Ganze sieht ähnlich aus wie eine GoPro-Kamera. Das sind die Gerüchte, die dort kursieren, was bedeuten würde, dass DJI dann in den Action-Markt mit reingehen würde, was natürlich ein ganz neuer Markt wäre, eine ganz neue Produktrichtung. Wo aber für sprechen würde, dass DJI sich ja schon sehr intensiv mit Kameratechnik befasst und das natürlich ausbauen will, wie sie es auch schon mit dem Osmo Pocket gemacht haben. Das würde natürlich auch erklären, warum der Osmo Pocket eben nicht sonderlich robust ist, sondern eine Action-Kamera das Ganze dann noch ergänzen würde. Das aber Gerüchte, die man wie gesagt deuten kann, wie man will. Lange Rede, kurzer Sinn, unterm Strich können wir euch natürlich nicht sagen, was passiert. Es gibt aber viele Möglichkeiten in Richtungen, in die es gehen kann, was wir euch mit dem Video einfach nur mitgeben wollen. Es wird was Neues kommen, das ist sicher, sonst hätte DJI den Teaser nicht rausgebracht. Es wird sicherlich was Großes sein, denn diese Teaser-Vorankündigung macht DJI nur, wenn wirklich was Neues kommt und nicht nur irgendein Refresh oder irgendwas Ähnliches, auch mit diesem Zeitrhythmus, ein typisches Datum für eine große Neuankündigung. Das heißt, nochmal, was wir euch hier mitgeben wollen,
Markiert euch das Datum, der 15. Mai nach deutscher Uhrzeit 15 Uhr gibt es das Produktrelease, zum gleichen Zeitpunkt von uns dann auch die Testvideos und alle möglichen Details. Da dürft ihr sehr gespannt sein. Auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal den Kanal abonnieren. Und wichtig für die von euch, die gern die Frühbesteller sind, typischerweise ist es immer so, die direkt bei DJI im Online-Shop früh bestellen. Die bekommen die Produkte auch zuerst. Die Zwischenhändler werden dann nach und nach später geliefert. Das heißt, wenn ihr einer von den Kandidaten seid, der ich übrigens auch bin, der sowas immer gerne als erster in der Hand hat, ziemlich früh mit rumspielt und Technik verliebt ist, dann natürlich vor dem Monitor sitzen und das Gerät gleich bestellen. Dann seid ihr mit die Ersten, die in der ersten Auslieferungswelle mit drin sind. DJI hat da mittlerweile durch die so große Nachfrage eine relativ lange Verzögerungswelle. Wenn man da in der ersten Welle nicht mit drin ist, dann rückt das teilweise dann ein, zwei Monate zurück, bis man das Produkt dann kriegt, wenn man zu spät bestellt, und der Einzelhandel wird dementsprechend noch später beliefert. Viel erzählt, wenig gesagt, das ist mir ganz klar, aber ich denke, das sind wir unseren Abonnenten immer schuldig, die das vielleicht über andere Kanäle nicht mitbekommen, dass es was Neues gibt, dass ihr dann zumindest über unser Video informiert seid und bereit seid, euch das Datum groß im Kalender markiert habt und zumindest die Info habt, es ist was Spannendes, es ist was wirklich Neues, und ich hoffe mal, unsere Tests werden euch dann begeistern. Von daher, das ist eigentlich alles, was ich euch schon mitgeben will in Kürze. Abonniert gern unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Hinterlasst ein Like für das Video, wenn euch das gefällt. Und kommentiert gern unten, was ihr denkt, was es denn werden wird. Das bin ich sehr gespannt, in welche Richtung ihr tippt. Also gebt doch einfach mal unten euren Tipp ab, was ihr denkt, was als nächstes rauskommt und warum ihr denkt, dass es rauskommt und welche Zeichen ihr gegebenenfalls da schon gesehen habt oder deuten könnt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Da können wir unten mal ein bisschen in den YouTube-Kommentaren diskutieren. Außerdem packe ich euch hier unten und hier oben auch den Link rein, wo ihr das Ganze nochmal nachlesen könnt und wo ihr auch über den Link dann aktuell informiert werdet und wo ihr bei DJI nachgucken könnt, ob das neue Produkt denn schon da ist und was es für neuere Details dazu gibt. Soweit einfach erstmal in Kürze oder eigentlich in Länge mit, wie gesagt, leider wenig gesagt, aber viel gequatscht. Aber trotzdem vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und seid gespannt auf das, was kommt. Wir sind auf jeden Fall mit dabei. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und wir sehen uns dann bei den Produktvorstellungen. Danke und ciao!